Ich habe schon mit Erkältungen gekämpft. Mit euch kämpfe ich bis zum Ende. Genug! Genug. Ich ergebe mich. Das ist wie in den uralten Legenden. Drachenblut. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Graubärte haben einen Waffenstillstand zwischen den Sturmmänteln und den kaiserlichen Truppen vereinbart. Aber wie lange der wohl halten wird? Es lebe das Drachenblut! Seid ihr zum Monsterangaffen hier? Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Das ist der Ring von Hircine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hircine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann, aber ich spüre das Tier in mir immer noch, so stark wie zuvor.
Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Ich war gerade nach Falkenring gekommen. Sie brauchten Hilfe in der Mühle und ich dachte, es wäre etwas Sicheres. Etwas, das ich tun könnte. Als ich das kleine Mädchen sah, war ich einfach... Ich konnte es spüren. Ich schmeckte die... Ich musste jagen. Aber dieser jämmerliche, beschränkte Körper war für die Jagd nicht gemacht. Langsam. Keine Krallen. Schwache Zähne, die nur Brei kauen können. Ich hielt meine Wut, solange es ging, zurück, aber innerlich kochte ich. Sie wirkte so zerbrechlich. Hilflose Beute und dann... Es ist schrecklich, was geschehen ist, was ich getan habe. Es wäre wahrscheinlich das Beste für alle, wenn ich einfach verschwinden würde. Kennt ihr nicht den dädrischen Fürsten der Jagd? Er erfreut sich am Jagen und hat den Sterblichen auch das Geschenk der Lykanthropie gemacht. Eine starke Kraft, der man aus dem Weg gehen sollte. Das habe ich zu spät erfahren. Oh, ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. In der alten Sprache nennt man euch Dovaki, Drachenblut. Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell.
Seid gegrüßt, Jäger. Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Eure Treue ist mir kostbar. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Ihr tragt meinen Ring. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Seid gegrüßt, Jäger. Und sehr geschickt noch dazu. Ich habe euch beobachtet, schon seit Ewigkeiten, so scheint es mir. Ihr habt das Potenzial, ein guter Jäger zu werden. Ihr könnt sogar mein Champion sein. Vielleicht. Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Ich kann es in Erwägung ziehen. Ja. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So, seid gegrüßt, Jäger. Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Bei der Jagd geht es nicht um Rache. Ich suche nicht die Vergeltung, sondern das Blutvergießen einer Jagd auf Leben und Tod. Andere würden meine Gunst mit Freuden annehmen. Sie werden ihn jagen, während ihr zaudert. Die Entscheidung liegt bei euch.